Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Erstes Spiel verloren, zweite gewonnen. Das erste sehr lang, das zweite sehr kurz. Und von daher hoffe ich mal, dass ich jetzt zwei Spiele in Folge gewinne. Aber ich weiß, dass ich einfach momentan spielerisch nicht der Beste bin. Leider. Naja, konzentrieren wir uns und probieren unser Bestes. Motiviert rangehen. Oh, auch Bundesliga, aber sein Bundesliga-Team ist deutlich anders. Ach nee, er hat einen Hybrid, sehe ich gerade. Das ist kein Bundesliga. Links Premier League, rechts Barcelona bzw. BBVA. Ach nee, Quatsch, Santander heißt die ja jetzt. So, konzentrieren. Ah, da hat man ja fast. Da hat man schon wieder fast. Jetzt haben wir da aber. Der spielt wirklich seine merkwürdige Formation weiter. Ich habe das Gefühl, die kommt mir entgegen. Schade. Also der gerät gerade krass unter Druck, aber ich kenne das. Wenn man da nicht das Tor macht, was ich fast nie mache unter Druckphase am Anfang, dann ja, hat man irgendwie dann später im Spiel nicht mehr so viele Chancen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist oft so. Gemacht mit Sokrates. Dumm gemacht von mir. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Weil irgendwie habe ich gedacht, ich kann ihn da austribbeln, obwohl ich gar nicht getribbelt habe. Zum Glück mit Sokrates gut geklärt.
Ich wollte nicht schießen, aber kriegt eine Ecke dadurch. So schlecht. Ich merke das einfach, wie uninspiriert ich spiele. Ich spiele auch komplett ohne Selbstvertrauen. Einfach weil ich merke, wie schlecht ich spiele. Bisher scheint sich meine anfängliche Prognose wieder zu bewahrheiten. Die Druckphase ist weg und ich schaffe es nicht mehr so richtig, die wirklich geilen Torchancen zu generieren. Durch mein schlechtes Spiel und dass ich das halt auch merke, dass ich so schlecht bin, bin ich auch komplett demotiviert. Das ist wie so eine Art Teufelskreis. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann, außer halt mir mehr Zeit wieder zu nehmen fürs Spiel, aber ich habe gerade gar keine Lust, mir mehr Zeit zu nehmen fürs Spiel. Toll, klasse Pass, da war mir dabei auch schwerer Pass. Von mindestens 2 Meter, die er da passen musste. Da muss man halt zum Gegner passen. Ach ja, ich habe ja Müller als Leihspieler, den wollte ich ja mal als ZOM testen, aber ich glaube nicht jetzt. Ich habe gar keinen Bock drauf. Geiler Pass, geiler Laufweg auch. Von Werner. Das war's wieder. Warum? Weil ich wieder komplett uninspiriert nicht wusste, was ich machen soll in der Situation. Abgefälscht. Oh nein. Vom eigenen Mann, der am Abseits steht. Danke. Perfekte Grätsche. Ich muss fast heulen, so scheiße spiele ich.
Wenn der Idiot mir nicht im Weg gestanden hätte, hätte es einen schönen Ball gegeben. Aber egal, jetzt kann man wenigstens wechseln. Ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil ich so scheiße spiele. Es frustriert mich, ich bin demotiviert, ich habe kein Selbstvertrauen dadurch. Das Lustige ist, dass mir jetzt zwei Leute geschrieben haben, dass ich echt besser geworden bin und gut spiele, aber okay, ich bin ja auch, was die Aufnahmen angeht, ein Tick zurück. Also ihr seht die Sachen ja alle ein bisschen später, deswegen. Es kann doch sein, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Videos gespielt habe, die gesehen haben, wo sie halt geschrieben haben, ich bin echt gut bzw. besser geworden, dass ich da recht gut gespielt habe, aber ich bin definitiv schlechter in FIFA 18, also jetzt komplett insgesamt betrachtet, bin ich definitiv schlechter in FIFA 18 als in FIFA 17. Und wie gesagt, es macht halt auch mehr Sinn, also es macht auch Sinn, weil ich habe einfach in FIFA 17 mich viel mehr mit dem Spiel beschäftigt, als in FIFA 18. Gehen denn die Flanken hin? Fuck, man! Wenn die mal dahin gehen würden, wo ich will. Da macht man mal einmal einen guten Pass und dann verkackt es natürlich Arangis mit Annahme. Danke, Radegi. Und ich denke mal, er wollte direkt schießen oder köpfen und der Spieler hat es nicht gemacht. Jetzt kenne ich das Problem. So, jetzt komm bitte genau dahin, wo ich will. Ja, das war schon deutlich besser. Sehr geil von Alessandrini. Alter, ich habe doch den Torhüter nur angetäuscht. Geil, jetzt verliert er noch das Spiel. Ja, wie gesagt, ich spiel beschissen. Er hat wahrscheinlich verdient zu verlieren. Auch wenn es natürlich wieder ein krasses Tor war. Lackertor, aber egal.
Oh, fick dich, danke, dass du 3 Minuten Nachspielzeit da abpfeifen musst. Oh, ist das eine Scheiße hier. Egal, ich mach noch ein Spiel, dann bin ich durch für heute. Oh, Spiel ist so kacke, ey. Ich sag ja, 11 Siege werde ich vielleicht hinbekommen. Und dann ist es aber wieder so, ich schieße halt häufiger als der Gegner. Aber wie gesagt, ich kann ja eigentlich auf nie, ich kann auf keinen Sieg hier stolz sein oder so, weil ich einfach scheiße spiele. Ich merke das, ich bin so langsam im Kopf, ich bin ideenlos, ich spiele mir keine Chancen raus, ich bin passunsicher, ich verkacke auch von selbst häufiger mal einen Pass. Also ich ziele auch einfach schlecht. Ich war mal so gut. In FIFA. In FIFA 17, da war ich eigentlich immer so auf dem Sprung zur Elite 3, war ich immer so im Gold 1 Bereich, war nie Gold 3. Und da habe ich es oft nicht geschafft, Elite 3 zu werden, weil ich halt einfach es nicht geschafft habe, die Weekend League mal durchzuziehen, ohne dumme Fehler zu machen oder total emotional zu werden und so. Also da habe ich mir es fast immer selber verbaut. Da lag es nicht daran, dass ich eigentlich gut genug war. Vom Spielerischen jetzt her. Aber in FIFA 18 bin ich definitiv mittlerweile super weit entfernt von der Schwelle zu Elite 3. Hätte aber machen können. Schön gemacht von Alves oder mit Alves. Schade. Oh, noch schön zur Seite gegangen. Ach, es geht doch schon wieder grandios los. Oh, egal, ich glaube, ich sage einfach nichts mehr. Es bringt nichts. Ich verteidige logischerweise auch nicht gut. Das meine ich. Das war halt schon wieder ein Fehler von mir. Zu sehr aufgezogen, zu schlecht gezielt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Hier und gerade hier in dem Bereich so uninspiriert. So schlecht mit meinen Pässen und Chancenverarbeitungen. Das war ein normaler Pass. Weiß nicht, was da los ist. Jetzt wurde ich festgehalten. Ich grätsch gerade wieder zu sehr, Frustgrätschen. Ich nicht, mir egal. Hat funktioniert.
Gerade passt. Krasser Pass. Keine Ahnung, wie den Firmino nicht machen könnte. Könnte denn da nicht reingehen? Oh. Gustavo auf Außen, geil. Pass doch mal so, wie ich das will, verdammt nochmal. So eine dumme Scheiße wieder, ey. Ich mal 4-1-2-1-2. Ja, das ist natürlich das Abseits. Kein Abseits. Krass. Wieso war denn das kein Abseits? Nice. Aber ich kann mich trotzdem nicht so richtig drüber freuen, weil ich halt weiß, das passiert einfach mal in FIFA 18, dass auch mal ein schlechter Spieler irgendwas Gutes macht. Vielleicht sollte ich mehr am 4-1-2-1-2 spielen. Fick da Lager, ey. Ach, es war abseits zum Glück. Wenigstens habe ich auch mal Glück, ey.
Ich werde definitiv auch, wenn ich das Spiel jetzt vielleicht mal irgendwie gewinnen sollte, ich werde keine Aufnahme mehr machen. Ich bin zumindest so frustriert. Unglaublich. Ihr habt das gesehen, was ich hier für einen dummen Scheiß gemacht habe? Dieser Pass war so sinnlos. Oh, krass, obwohl noch dieser dran war, ging noch eins an. Ich habe das Gefühl, diese neue Freistoßvariante klappt auch nicht besser. Im Gegenteil. Spiel gedreht. Ich glaube echt, ich wäre mal die nächsten Spiele alle direkt mit 4-1-2-1 probieren. Es kann einfach sein, dass es mir leichter fällt, die Variante zu spielen, wenn ich nicht so gut drauf bin. Ich werde es mal probieren. Ja. Das war ein krasser Schuss. Ja, werde ich mal probieren. Ich mache jetzt trotzdem keine weitere Aufnahme, aber dann die nächste Aufnahme werde ich das mal testen. War so klar. Es war so eindeutig, dass das niemals was wird. Und ich spiele den Pass halt trotzdem. Das meine ich halt. Es ist unglaublich, wie krass ich spiele gerade. Also im negativen Sinne. Boah, spiele ich gerade krass. Das war ein krasser Pass. Was sonst? Was sonst? Ich, wie gesagt, verteidige auch scheiße. Musste passieren. Ich hab doch schon lange auf Passen gedrückt. Och Mann. Nice luck. Nice luck. Nice luck. Geil. Herzlichen Glückwunsch, hast du dir absolut verdient. War überhaupt nicht lucky. Nicht von hinten bis vorne, dieser ganze Ding. Oh, so ein Scheißlacker. Ich meine, klar, ich spiele scheiße und alles, aber warum muss da noch solches Lack dazukommen?
Oh, so ein beschissener Lacker, ey. Ich kotze ab. Unglaublich. Unglaublich. So unverdient, ey. Krass. Scheiß drauf, ich brauche einfach Offensivpower. Ich meine, ich habe das Spiel eh schon verloren und bis zum nächsten Mal.